Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Webinar über die 3D-Radiuskorrektur und die Funktion 3D-Toolcomp auf den TNC-Steuerungen von Heidenheim. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenheim und werde Ihnen jetzt in dieser Präsentation die Funktionsweise der 3D-Radiuskorrektur auf den Heidenheim-Steuerungen erklären. Warum brauchen wir überhaupt die 3D-Radiuskorrektur? Wir können diese 3D-Radiuskorrektur dazu verwenden, wenn wir zum Beispiel in unserem CAM-System einen Kugelfräser Durchmesser 10 berechnet haben. An der Maschine stellen wir fest, dass der Kugelfräser Durchmesser 10 an der Maschine leider nur Durchmesser 9,8 hat. Um diese Differenzen anzupassen, können wir die 3D-Radiuskorrektur verwenden. Das können wir für Face-Milling-Operationen, also für Stirnfräsen, genauso auch fürs Falzfräsen, also mit einem Kugelfräser, Torusfräser oder auch mit einem Schaftfräser verwenden. Was brauchen wir, um mit der Funktion 3D-Radiuskorrektur arbeiten zu können? Als erstes Mal brauchen wir ein Programm mit Vektoren. Ein sogenanntes Vektorenprogramm. Dieses Vektorenprogramm enthält zwei Vektoren, und zwar ist es einmal der n-Vektor. Der n-Vektor gibt den Weg an von dem Punkt, an dem das Werkzeug schneidet, zum Punkt, an dem das Werkzeug geführt wird, also zum Tool Center Point. Und dieser Weg wird in einer X-, Y- und Z-Koordinate angegeben. Das heißt, wir gehen einen gewissen Weg in nx, einen gewissen Weg in ny und einen gewissen Weg in nz. Aus diesen drei Angaben ergibt sich ein Richtungsvektor und somit weiß die Steuerung, auf welcher Seite oder an welchem Punkt der Fräser aktuell schneidet. Und das kann die Steuerung dazu verwenden, um die 3D-Radiuskorrektur auszuführen. Das heißt, an diesem n-Vektor wird das Werkzeug zum Werkstück hin bewegt oder vom Werkstück weg bewegt. Das ist sozusagen die Radiuskorrektur für das Fräsen. Und dann gibt es noch den t-Vektor. Der t-Vektor ist für die Werkzeuganstellung verantwortlich. Auch hier geben wir wieder die Strecke in X, Y und Z an, und zwar diesmal vom Werkzeugbezugspunkt, also vom Tool Center Point, zur angestellten Achse des Fräsers. Und so können wir hier mit einem n-Vektor und einem t-Vektor das angestellte Werkzeug voll bestimmen, und die Steuerung weiß dann, in welche Richtung sie korrigieren muss oder das Werkzeug bewegen muss, wenn ich eine Korrektur einprogrammiert habe. Normalerweise kommen diese Vektorenprogramme aus dem CAM-System. Man kann sie aber auch per Hand in die Steuerung eintragen. Und zwar kann man hierzu die Fragezeichentaste auf der Tastatur nutzen und dann einfach die Schreibweise beginnen. Wie so ein Satz aussieht, sehen wir gleich noch. Grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Kombinationsarten gibt. Und zwar kann ich einmal einen Vektorsatz, das Vektorenprogramm, mit oder ohne M128 verwenden. Das erste Beispiel oben, was wir sehen, der LN-Satz X, Y, Z ist immer die Endkoordinate, und dann habe ich einen N-Vektor NX, NY, NZ. Das ist jetzt nur die Korrektur, die Fräserradiuskorrektur. Das heißt, dass die Steuerung weiß, aha, an welcher oder von welchem Punkt, an welchem Punkt schneidet das Werkzeug und wo befindet sich der Werkzeugbezugspunkt.
Das Ganze kann ich ohne M128 verwenden. Dazu benötige ich kein TCPM, kein Tool Center Point Management. Das ist zum Beispiel ein klassisches Dreiecksprogramm. Wenn ich dann noch den T-Vektor auch noch mit dabei habe für die Werkzeuganstellung, dann muss ich M128 aktiv haben. Ansonsten ignoriert mir die Steuerung den T-Vektor. Wenn ich im ersten Satz oben beim LN XYZ nur mit N-Vektor das M128 auch aktiv schalte, wird der N-Vektor automatisch als T-Vektor interpretiert und die Steuerung verwendet diesen N-Vektor für die Anstellung. Beim sogenannten Peripheral Milling, also beim Walzfräsen, kann ich auch einen L-Satz verwenden. Hier zum Beispiel XYZ die Endkoordinate und dann entweder A und C oder B und C, eine von den beiden Rundachskoordinaten, in Verbindung mit der Radiuskorrektur. Auch hier kann ich mit aktivem M128 die 3D-Radiuskorrektur verwenden. Oder eben auch mit einem Vektorenprogramm XYZ, N-Vektor und T-Vektor ohne Radiuskorrektur. Die Radiuskorrektur übernimmt ja der N-Vektor und auch hier mit aktivem M128. Also wir sehen hier grundsätzlich immer, wenn wir T-Vektoren verwenden, müssen wir auch das M128 bzw. TCPM aktiv haben, da ansonsten die T-Vektoren ignoriert werden. Wenn ich ein reines dreiachsiges Programm mit 3D-Radiuskorrektur fahren möchte, reicht auch nur der N-Vektor. Dann muss ich auch kein M128 aktiv schalten. So, nun haben wir mal zwei Beispiele für ein NC-Programm, wie das mit Vektoren aussieht. Als erstes mal Satzformat für drei Achsen. Hier sehen wir jetzt den LN XYZ. Das ist immer der Endpunkt dieses Satzes. Und dann der NX, NY, NZ. Man sieht, das ist ein normierter Vektor. Und der gibt einfach jetzt die Richtung an. Hier ist kein M128 aktiv. Ansonsten würde die Steuerung diesen N-Vektor für die Werkzeuganstellung verwenden. Für 5 Achsen sieht das Ganze dann so aus. XYZ ist wiederum der Endpunkt und dann NX, NY, NZ für die Werkzeugradiuskorrektur und TX, TY, TZ für die Werkzeuganstellung. Hier sehen wir jetzt schön, in X wird kein Wert angegeben, in Y ins Plus und in Z ins Plus. Also wird das Werkzeug da über den A, wenn wir jetzt mal den Raumwinkel ansprechen, über A minus geschwenkt oder angestellt. Wichtig hier M128. Wenn in einem Programm mit T-Vektor kein M128 aktiv ist, wird dieser einfach von der Steuerung ignoriert. Was ist zu beachten? Wenn ich ein Vektorenprogramm ausgebe, wichtig sind die 7 Nachkommastellen bei N und T-Vektor. Natürlich die 4 Nachkommastellen bei den Endpunkten X, Y, Z. Da ist immer wichtig, die 4 Nachkommastellen auszugeben auch. Was außerdem wichtig ist, der N-Vektor muss senkrecht zur Fläche stehen. Wenn wir uns hier nochmal anschauen, der N-Vektor ist ja hier oben. Der Weg von dem Punkt, an dem das Werkzeug schneidet, zum Punkt, an dem das Werkzeug geführt wird, wenn der jetzt nicht senkrecht zur Fläche steht, sondern in einem Winkel größer, kleiner 90 Grad zur Fläche steht, dann funktioniert die Korrektur hier nicht. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass der N-Vektor senkrecht zur Fläche steht. Die Vorteile der Vektorenausgabe sind auf der einen Seite mal eine maschinenneutrale Programmausgabe. Wenn nämlich im Programm
nur ein tx, ty und tz Vektor drinnen steht, sucht sich die Steuerung mit der vorhandenen Kinematikbeschreibung der Maschine die passenden Rundachsen aus, um diesen geforderten Winkel aus dem t-Vektor zu realisieren. Somit kann ich ein und dasselbe Programm auf verschiedensten Maschinenkinematiken, sei es mit einem AC-Tisch, mit einem B-Kopf-C-Tisch, sei es mit einer BC-Winkelkinematik oder irgendwas, da sucht sich die Steuerung einfach immer die passenden Achswinkel zu dem geforderten T-Vektor. Somit sind die Vektorenprogramme immer Raumwinkelprogrammierung. Außerdem kann ich, wenn ich ein Vektorenprogramm habe, die 3D-Radius-Korrektur verwenden, um einfach über eine Korrektur von Delta Länge, Delta Radius und Delta Radius 2 meine Werkzeugdaten, die Ist-Daten an die Soll-Daten anzupassen. Und was wir uns dann noch anschauen, ich kann die Funktion 3D-Toolcomp verwenden. Da kommen wir dann später noch drauf, was wir hier für Vorteile haben. Was gibt es für Werkzeugtypen? Grundsätzlich haben wir mal drei verschiedene Werkzeugtypen, die die Steuerung für diese Funktionen unterscheidet. Und zwar ist es einmal der Schaftfräser, der Radiusfräser bzw. Kugelfräser und der Eckenradiusfräser bzw. Torusfräser. Die Steuerung unterscheidet das mit dem Radius und dem R2, dem Eckenradius. Und zwar, wenn ein Werkzeug definiert ist mit Radius ohne Radius 2, also der Eckenradius ist 0, dann ist es ein Schaftfräser. Wenn der Radius 2 gleich dem Radius ist, ist es ein Radiusfräser, Kugelfräser. Wenn der R2 größer 0 ist, aber kleiner dem Radius, dann ist es ein Eckenradiusfräser bzw. Torusfräser. So unterscheidet die Steuerung die drei verschiedenen Werkzeugtypen. Und somit auch die Kompensationsmöglichkeiten. Beim Schaftfräser, den ich ja grundsätzlich zum Walzfräsen verwende, kann ich die Kompensation nur mit Delta Radius und Delta Länge machen. Eine Kompensation mit Delta Radius 2 würde die Steuerung einfach ignorieren, weil es für diesen Werkzeugtypen keinen Sinn macht. Den Radiusfräser bzw. Kugelfräser kann ich mit Delta Radius 2 und Delta Länge kompensieren. Und beim Eckenradiusfräser, beim Torusfräser, brauche ich alle drei Kompensationen, den Delta Radius, Delta Radius 2 und die Delta Länge. Bei den neueren NC-Kernsteuerungen gibt es einen Unterschied bei den Werkzeugtypen. Und zwar unterscheiden die neuen NC-Kernsteuerungen nicht mehr zwischen Kugelfräser und Torusfräser, sondern da sind es nur noch Fräser mit Eckenradius. Das heißt, sobald der Radius 2 nicht mehr 0 ist, also größer 0 ist, geht die Steuerung immer von der Korrektur her, von einem Torusfräser aus. Und somit habe ich hier nicht die drei Unterscheidungen, sondern nur die zwei Unterscheidungen. Einmal den Schaftfräser und einmal den Torusfräser. Heißt auch bei den Kompensationsmöglichkeiten, dass der Schaftfräser mit Delta Radius und Delta Länge kompensiert werden kann, genauso wie bei der ITNC 530 oder auch schon bei der 426-430. Beim Radiusfräser wird ja immer auch genau so verhandelt wie bei einem Eckenradiusfräser oder Torusfräser. Das heißt, es wird immer mit Delta Radius, Delta Radius 2 und Delta Länge eine Kompensation möglich sein. Wenn man nun ein Programm an der Maschine hat und dieses Programm soll nun mit der Werkzeugradiuskorrektur geändert werden und man gibt ein positives Aufmaß ein, dann kommt erstmal eine Fehlermeldung von der Steuerung. Und zwar, dass ein positives Aufmaß nicht erlaubt ist. Das hat folgenden Hintergrund.
Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kontur hat, so wie man hier auf der rechten Seite sieht, so eine innenliegende Bearbeitung, eine tiefe Kontur, dann wurde die ja für ein Werkzeug berechnet. Und zwar so, dass das Werkzeug in die Kontur noch reinpasst. Wenn ich jetzt an der Steuerung einfach mal hergehe und ein größeres Aufmaß wähle, passiert ja Folgendes, dass das Werkzeug einfach von dem Punkt, an dem es aktuell schneidet, das wäre in dem Tal hier unten links, einfach mal um meinen Wert nach in Richtung des n-Vektors weggedrückt wird. Und es kann passieren, dass mit der Hinterseite des Werkzeuges die Kontur verletzt wird. Deswegen wird standardmäßig eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn man ein positives Aufmaß programmiert, weil wir nicht wissen, wie die Kontur aussieht. Wenn die Kontur so aussieht wie die untere Kontur, kann ich ohne Probleme das Werkzeug nach außen korrigieren. Es folgt keine Beschädigung. Und ich kann der Steuerung sagen, okay, pass auf. Für diese Bearbeitung ist ein positives Aufmaß okay. Mit der Funktion M107 unterdrücke ich einfach diese Fehlermeldung und kann dann auch mit einem positiven Aufmaß arbeiten. Somit funktioniert es dann. Also immer wenn man diese Fehlermeldung bekommt, es steht auch im Text von der Fehlermeldung mit drinnen, dass mit M107 die Fehlermeldung unterdrückt werden kann. Dann haben wir noch ein paar Maschinen, also einen Maschinenparameter. Wichtig ist, bei der ITNC 530 kann ich mit dem Maschinenparameter 7680 mit dem Bit 6 definieren, ob das Werkzeug auf Kugelmitte vermessen werden soll oder ob das Werkzeug auf Unterkante, also auf Südpol vermessen ist. Wichtig ist, es muss zusammenpassen, also wenn ich im CAM-Programm sage, dass das Werkzeug auf Kugelspitze vermessen wird, dann muss ich auch hier sagen, das ist 0 oder auf Kugelmitte, dann muss ich auch hier sagen, dann wird der Bit auf 1 gestellt. Bei den NC-Kernsteuerungen gibt es diesen Parameter auch, ob Werkzeugspitze oder Werkzeugmittelpunkt beachtet werden soll. Allerdings ist die Kompensation bei den NC-Kernsteuerungen unabhängig von diesen angegebenen Maschinenparameter. Das heißt, ich kann das hier angeben, aber für die Kompensation ist es nicht notwendig. Man muss bei den Programmen oder bei Vektorenprogrammen durch das, dass hier ja Raumwinkel verwendet werden, noch beachten. Immer wenn ich mit Raumwinkeln arbeite, kann es je nach Maschinenkonfiguration zu zwei Lösungen im Maschinenraum kommen. Wenn die Steuerung zwei Lösungen hat, dann wählt sie als erstes mal den Weg, der kürzer ist. Wenn beide Wege gleich sind, dann wird immer die positive Richtung gewählt. Das heißt, da muss man schauen, dass man hier vielleicht mit einer Vorpositionierung die Achsen schon mal in die richtige Richtung bringt. Oder auch beachten, wenn man an einen eingeschränkten Verfahrbereich kommt und auf der anderen Seite gibt es eine Möglichkeit, das Ganze fortzusetzen, dann würde die Steuerung automatisch auf die andere Seite das Werkzeug mit rüberdrehen. Da muss man mal schauen, eventuell den Verfahrbereich über eine Verfahrbereichseinschränkung eingrenzen, damit man eben keine ungewollten Bewegungen in die andere Richtung hat. So, nun haben wir ein paar Praxisbeispiele. Das erste ist ein ganz normales Abzeilprogramm. Ein Klartextprogramm mit drei Achsen, linear x, y, z, R0, heißt keine Radiuskorrektur ist aktiv. Es ist auch kein Vektorenprogramm, ist ein ganz normales Klartextprogramm. Das heißt, mit diesem Programm können wir keine 3D-Radiuskorrektur verwenden. Das Einzige, was man machen kann, dass man über die Delta-Länge das Werkzeug länger oder kürzer macht. Wenn ich jetzt einen Delta-Radius oder Delta-Radius 2
programmieren würde, das würde hier nicht helfen, weil die Steuerung ja nicht weiß, in welche Richtung sie kompensieren muss. Das gleiche Programm als Vektorenprogramm, da habe ich mehr Möglichkeiten. Und zwar habe ich jetzt den Satz ln xyz nx ny nz. Heißt, ich habe jetzt meinen n-Vektor im Programm drinnen und das heißt, ich kann jetzt in dem im Tool-Call-Satz über die Angabe von Delta Radius 2 oder Delta Länge mein Werkzeug korrigieren. Beispielsweise kann ich programmieren Tool-Call plus, also Tool-Call Delta Radius 2 plus 0,5. Dann würde das Werkzeug an jedem Punkt 0,5 mm entlang des N-Vektors von der Kontur wegbleiben. Und ich hätte so ein gleichmäßiges Aufmaß auf der kompletten, meinem kompletten Werkstück von 0,5 mm. Es geht genauso auch in den Minusbereich. Wenn das Werkzeug jetzt zum Beispiel anstatt 10 mm Durchmesser nur 9,8 mm Durchmesser hat, dann kann ich über Delta Radius 2 minus 0,1 das Werkzeug näher an die Kontur ranbewegen. Die Delta-Länge geht immer entlang der Werkzeugachse. Und da kann ich natürlich auch Plus und Minus eine Korrektur machen. Das Ganze angestellt oder auch simultan ist überall dann das Gleiche. Da habe ich dann auch den T-Vektor mit drinnen und damit der T-Vektor auch gelesen wird, muss zu Beginn des Programms das Tool Center Point Management, also das M128, eingeschaltet werden. Und dann wirkt der Delta Radius 2, also die Korrektur mit DR2, wirkt dann entlang des N-Vektors. Und die Korrektur mit DL wirkt entlang des T-Vektors. Wichtig ist, dass ich mit so einem Vektorenprogramm, wo N und T-Vektor drin ist, mit M128, das Ganze wird immer auf der aktiven, geschwenkten Bearbeitungsebene ausgeführt. Das heißt, wenn ich vorher schon mein Bauteil über zum Beispiel Ausrichten ausgerichtet habe und ich die Plane mit Plane Spatial diesen ausgerichteten Winkel aktiv geschaltet habe, werden die T-Vektoren auf diese geschwenkte Bearbeitungsebene draufgerechnet. Aber immer nur, wenn M128 aktiv ist. Das gleiche geht auch mit einem Klartextprogramm, also linear, x, y, z, a und c. Aber wir sehen schon hier steht R0 drinnen. Das heißt, eine 3D-Radiuskorrektur ist hier nicht möglich. Das Einzige, was ich machen kann, dass ich über die Delta-Länge das Werkzeug in Werkzeugachsrichtung korrigieren kann. Allerdings kann ich hier nicht die Kontur korrigieren. Ich kann kein Aufmaß vergeben oder auch keine Werkzeugkorrektur vornehmen. Das funktioniert eben mit diesem Programm, mit einem L-Satz nicht. Dazu benötige ich immer das Vektorenprogramm. Außerdem habe ich mit dem Programm L, A und C den Nachteil, dass das für eine Maschine spezifisch ihrer Kinematik ausgegeben ist. Das heißt, dieses Programm kann ich nur für eine Maschine mit einer A- und C-Achse verwenden. Und auch da nur für den Bereich, wo das Programm ausgegeben ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf der einen Maschine eine A-Achse habe, die von plus 10 bis minus 120 Grad schwenken kann und auf der anderen Seite habe ich eine Maschine, die wo von minus 10 bis plus 120 Grad schwenken kann, dann kann ich eben hier das Programm, muss ich immer für die andere Maschine ein neues Programm ausgeben. Bei den Vektoren würde das immer automatisch in die richtige Richtung rüber interpretiert werden.
Genau, jetzt haben wir hier noch ein Sonderbeispiel. Und zwar habe ich jetzt das Programm von vorher, das Vektorenprogramm für die Dreiecksmaschine. Und jetzt habe ich einfach mal das M128 mit eingeschaltet. Was passiert? Die Steuerung interpretiert den N-Vektor als Werkzeuganstellung und stellt das Werkzeug entlang des N-Vektors an. Allerdings haben wir ja vorher schon gelernt, der N-Vektor muss immer senkrecht zur Kontur sein. Das hat nun die Folge, dass wir ein Werkzeug haben, das senkrecht auf der Kontur steht. Und senkrecht auf der Kontur ist eigentlich, das sind die schlechtesten Schnittbedingungen, weil wir dann unten mit dem Südpol schneiden und da herrscht bekanntlich Schnittgeschwindigkeit 0. Das heißt, das ist eigentlich das, was wir vermeiden möchten. Aber von der Funktion her ganz einfach, sobald ich bei einem Programm mit N-Vektoren das M128 einschalte, wird automatisch das Werkzeug entlang dieses N-Vektors ausgerichtet. Genau, so sollte es dann aussehen, dass ich dann hergehe und sage mit meinem Programm, ich habe einen N-Vektor und einen T-Vektor und M128 aktiv. So kann ich dann hier sauber meine 3D-Radius-Korrektur auch im angestellten Simultanbereich sauber ausführen. Auch beim Walzfräsen kann ich die 3D-Radius-Korrektur nutzen. Hier auch mit einem L-Satz, wenn es das Kammsystem hergibt. Das kommt halt auch immer darauf an, ob das der Kammhersteller mit seinem Postprozessor so ausgeben kann. Also linear x, y, z und dann c und b noch die Rundachskoordinaten drinnen mit Radiuskorrektur. Das kann ich jetzt entweder als direkte Konturkante ausgeben lassen oder einfach mit dem berechneten Werkzeug Radius und dann kann ich noch über den Delta Radius plus oder minus kann ich die Werkzeugkorrektur machen oder ein Aufmaß generieren. Oder über die Delta Länge kann ich das Werkzeug bei der Kontur tiefer nach unten stellen oder weiter nach oben bewegen. Das sind die Möglichkeiten, was ich hier mit Delta Radius und Delta Länge habe. Das gleiche kann ich dann natürlich auch mit meinem Vektorensetzen machen. Hier ist halt dann auch zu beachten, der N-Vektor muss senkrecht zu meiner Fläche sein und der T-Vektor dann auch wieder entlang meiner Werkzeugachse richtig liegen. Und das M128 muss natürlich aktiv sein. So, wie wirken sich jetzt die einzelnen Korrekturen auf die Werkzeugform aus? Hier ist wichtig, dass es ja verschiedene Delta-Werte in der Steuerung gibt. Einmal habe ich die Delta-Werte in der Werkzeugtabelle und dann habe ich nochmal die Delta-Werte im NC-Programm. Das heißt, der Gesamtradius, der Gesamtdelta-Radius, der Gesamtradius 2 und die Gesamtlänge ergeben sich immer aus der Werkzeugtabelle plus die Delta-Werte aus der Werkzeugtabelle plus die Delta-Werte aus dem NC-Programm. So, hier haben wir jetzt das erste Anwendungsbeispiel. Und zwar haben wir hier einen Kugelfräser, Durchmesser 12. Wir sehen es, die Angaben aus der Werkzeugtabelle, Radius 6, Eckenradius 6. Wenn der Radius gleich dem R2 ist, weiß die Steuerung, es handelt sich hier um einen Kugelfräser. So, wir wollen jetzt ein gleichmäßiges Konturaufmaß von einem Millimeter haben. Dazu gibt es jetzt bei der ITNC den Unterschied, ob ich das Werkzeug auf Werkzeugmittelpunkt vermessen habe oder ob ich das Werkzeug auf Werkzeugspitze vermessen habe. Diese beiden
Unterschiede hier. ITNC Tool Center ist die Werkzeugmitte, ITNC Tool Tip ist die Werkzeugspitze. So, was passiert jetzt, wenn wir einen Delta Radius 2, wir haben einen Kugelfräser, also ist nur Delta Länge und Delta Radius 2 aktiv. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt hier einen Delta Radius 2 plus 1 programmiere im Programm? Wir sehen es bei der ITNC, wenn ich den Parameter, Maschinenparameter 7680, den Bit auf 1 gestellt habe, dass ich eben mit Werkzeugmitte arbeite, Kugelmitte arbeite, dann sehe ich jetzt hier, dass das Werkzeug gleichmäßig um einen Millimeter größer wurde. Was passiert beim ITNC Tooltip, also wenn das Werkzeug auf Werkzeugspitze vermessen ist? Hier passiert Folgendes, der Mittelpunkt von meinem Kugelradius geht einen Millimeter nach oben und von dem aus ändert sich der Radius und man sieht, die Form wird nicht gleichmäßig größer. Das gleiche auf der TNC, also auf den NC-Kernsteuerungen, auf der 320, 620, 640. Hier sehen wir auch, dass die Werkzeugform nicht zusammenpasst. Hier wandert der, hier teilt sich sogar der Punkt auf. Also wir sehen, bei den NC-Kernsteuerungen ist nur eine Korrektur über Delta Radius 2, ändert die Werkzeugform total. Das gleiche im Minus sehen wir hier beim linken Bild. Mit minus 1 wird das gesamte Werkzeug um einen Millimeter kleiner, während das Werkzeug, was auf Spitze vermessen wurde, oder auch bei der NC-Kernsteuerung stimmen die Werkzeugformen nicht überein. Da müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Und zwar ist es dann die Möglichkeit oder die Variante, wie ich bei der ITNC mit Werkzeugspitze vermessenen Werkzeugen bearbeiten muss, genauso auch wie bei der NC-Kernsteuerung, also bei der 640, 620 oder 320. Ich muss immer alle drei Korrekturwerte ausfüllen, also die Delta-Länge, den Delta-Radius und den Delta-Radius 2 und immer die gleichen Werte mit reinschreiben. In allen drei Korrekturen, dann habe ich die richtige Korrektur mit drinnen. Das gleiche funktioniert natürlich auch ins Minus. Immer den gleichen, also bei allen drei Werten die gleiche Korrektur mit reinschreiben. Beim Torusfräser ist das gleiche. Hier sehen wir wieder den Unterschied. Wenn ich den bei der ITNC angegeben habe, dass das Werkzeug auf Mitte vermessen wird, dann muss ich lediglich Delta Radius und Delta Radius 2 eingeben mit dem gleichen Wert. Wenn ich das Werkzeug auf Spitze vermessen habe, muss ich immer die gleichen Werte eintragen. Also das ist ganz einfach zu merken. Wenn ich bei der ITNC das in den Maschinenparametern angegeben habe, dass das Werkzeug auf Spitze vermessen wird, dann muss ich immer alle drei Werte gleich angeben. Natürlich, wenn jetzt zum Beispiel in der Delta-Länge schon was drinnen steht, weil der Torusfräser beispielsweise unten vermessen ist und ich über eine Delta-Länge schon mal die Länge in Mitte Schneidplatte reinbringe, dann muss ich natürlich den vorherstehenden Wert, zum Beispiel minus 5, mit den plus 1 verrechnen, damit das dann wieder zusammenstimmt. Also immer das, was vorher drinnen steht, plus das, was mit dazukommen soll, ist dann der endgültige Wert, was dann in der Radius, was dann im Programm stehen muss. Genau, somit ist es eigentlich sinnvoll, dass man auf den NC-Kernsteuerungen die Werkzeuge auf Spitze vermisst, weil dann haben wir unser Beispiel, Kugelfräser D12. Ich möchte ein gleichmäßiges Konturaufmaß, also einen Millimeter mehr auf der Kontur haben, gebe ich einfach an über Delta Länge, Delta Radius und Delta Radius 2 plus 1
und dann habe ich das gewünschte Ergebnis. Das gleiche auch beim Torusfräser. Also immer alle drei gleich eingeben, dann sind wir da immer richtig. So, weil wir eh schon das Vektorenprogramm mit dabei haben, gibt es noch eine weitere Möglichkeit bei Heidenhain, und zwar nennt sich das 3D Toolcomp. Das ist eine Softwareoption, die ist auf der ITNC 530 und auf der TNC 640 vorhanden, und mit der Funktion können wir Folgendes machen. Und zwar ist es so, dass die zum Beispiel Kugelfräser haben eine gewisse Genauigkeit. Der Radius, der Eckenradius eines Kugelfräsers hat eine gewisse Genauigkeit. Und zwar haben wir das hier mal versucht zu verdeutlichen. Die grüne Kontur ist das, was wir erwarten. Ein sauber, runder Kugelradius. In Wirklichkeit, aufgrund von Fertigungstoleranzen und alles, sieht die Kontur übertrieben gesagt oder der Radius so aus. Heißt, ich habe Abweichungen. Und zwar kann ich diese Abweichungen messen und sie in eine Korrekturtabelle eintragen lassen. Und zwar steht in der Tabelle dann der R2 bei 50 Grad zum Beispiel und der R2 bei 5 Grad. Und so wird der komplette Kugelfräser mit mehreren Messpunkten gemessen. Diese Tabelle wird dann mit 3D Toolcomp, also in der Werkzeugtabelle, mit angegeben. Und die Steuerung geht dann her und passt die Position des Werkzeuges während des NC-Programms für jeden Anstellwinkel, wo momentan aktiv ist, an. Das heißt, die Steuerung liest sich für jeden Satz aus dem N-Vektor die Anstellung des Werkzeuges oder die Anstellung zur Kontur aus, schaut dann in die Tabelle von 3D Toolcomp für dieses Werkzeug, schaut nach, was bei diesem Winkel für eine Korrektur zu fahren ist und verändert dann dazu passend die Korrektur oder die Position des Werkzeuges entweder näher zur Kontur hin oder weiter von der Kontur weg. Das kann ich verwenden für hochpräzise Teile oder um beispielsweise diese Kontur, diese Korrekturabweichungen des Schneidenradius zu kompensieren, weil natürlich umso genauer dieser Schneidenradius zu fertigen ist, umso mehr Geld kostet auch der Kugelfräser. Das heißt, wenn ich hochpräzise Teile fräsen muss und ich auch diesen hochpräzisen Radius benötige, dann muss ich auch mehr für meinen Fräser bezahlen. Und so kann ich eben mit günstigeren Werkzeugen auch hier diese hochpräzisen Teile fräsen. Und die Steuerung kompensiert mir das Ganze. Wo bekommen wir die Messwerte her? Die bekommen wir zum Beispiel von einem Messzyklus, von einem Laservermessungssystem. Dieser Messzyklus erstellt dann eine Tabelle. Auf der TNC 640 hat diese Tabelle die Endung 3DTC für 3D Toolcomp und enthält drei Spalten. Einmal Nummer, dann Engel und DR2. Mit diesem Engel wird einfach der Anstellwinkel beschrieben und der DR2 ist dann die gemessene Korrektur für diesen Anstellwinkel. Und das wird von dem Lasermesszyklus automatisch erstellt und wird dann in der Werkzeugtabelle ans Werkzeug mit angehängt. Im Programm ist es dann ganz einfach, ich rufe das Werkzeug auf und am besten wir programmieren auch ein M107 mit rein. Sollte es nämlich positive Abweichungen geben, dann werden die mit M107 wird die Fehlermeldung unterdrückt und dann folgt unten das normale Vektorenprogramm. Hier jetzt zum Beispiel ein dreiachsiges Programm ohne den T-Vektor.
und auch ohne M128. Genau, bei der ITNC Voraussetzungen, die Option muss da sein, also die Option 92 muss gesetzt sein, Option 9. Außerdem benötige ich eben entweder das Lasermesssystem oder ich kann das Ganze auch mit einem Werkzeugvoreinstellgerät messen. Ich brauche halt irgendwo diese Daten für diese Korrekturtabelle. Und dann muss ich das in der Werkzeugtabelle zuweisen. Das heißt, in der Werkzeugtabelle habe ich eine Spalte, die nennt sich DR2 Table. Und in dieser DR2 Table gebe ich nun an, dass hier zum Beispiel für das Werkzeug 10 die Tabelle TNC DR2 Tool 10 Underline 0 verwendet werden soll. Das heißt, sobald ich jetzt das Werkzeug 10 aufrufe und ein Vektorenprogramm habe, wird automatisch immer diese Korrekturtabelle mit verwendet. Bei der 640 ist es das gleiche. Auch hier benötige ich die Option. Bei der 640 habe ich noch eine Möglichkeit, und zwar kann ich hier den neuen Zyklus 444 messen Freiformflächen auch dazu verwenden, dass ich mir über eine Berechnung diese Korrektur mit rausschreiben kann. Das heißt, der Zyklus 444 kann die Freiformfläche vermessen und kann mir dann das Resultat geben, und ich kann dieses Resultat dann wiederum in die Korrekturtabelle schreiben lassen. Genau, bei der 640 sieht es dann so aus. Da muss diese 3D-Toolcomp-Tabelle immer im TNC-System 3D-Toolcomp liegen, mit am besten dem Namen des Werkzeuges, und dieser wird dann auch in der Werkzeugtabelle zugewiesen. Die Möglichkeiten von 3D-Toolcomp sind halt ganz klar hochpräzise Teile und dass ich eben auch meinen Schneidenradius exakt vermessen kann. Wenn Sie da Interesse dran haben, dann können Sie auch gerne mit uns in Kontakt treten, einfach die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse nutzen, und dann können wir uns das Ganze zusammen mit Ihnen anschauen. Dann möchte ich mich jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, ich konnte Ihnen etwas mehr zur Theorie von der 3D-Radiuskorrektur zeigen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Webinar wieder hören, und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank und auf Wiederhören.